is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Verfolgt um Christi willen. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. So wie Christus völlig grundlos gehasst wurde, werden auch seine Leute gehasst, nur weil sie den Geboten Gottes gehorchen. Wenn er, der rein, heilig und unverdorben war, der in unserer Welt Gutes und nur Gutes tat, wie ein gemeiner Verbrecher behandelt und zum Tode verurteilt wurde, müssen seine Jünger sich auf nichts anderes als eine ähnliche Behandlung gefasst machen. Wie fehlerlos ihr Leben, wie makellos ihr Charakter auch sein mag. Menschliche Verordnungen, Gesetze, die mit satanischer Hilfe zustande kamen. Freilich unter dem Deckmantel des Guten. Man will ja das Böse einschränken. Werden erhöht, während Gottes heilige Gebote verachtet und mit Füßen getreten werden. Da müssen alle, die ihre Loyalität zu Gott beweisen, indem sie Jahwes Gesetz befolgen, mit Verhaftung rechnen, um vor Gerichtshöfe geschleppt zu werden, für die das erhabene und heilige Gesetz Gottes kein Maßstab ist. Die Menschen, die in den letzten Tagen dieser Welt leben, werden erfahren, was es heißt, um der Wahrheit willen verfolgt zu werden. An den Gerichtshöfen wird Ungerechtigkeit vorherrschen. Die Richter werden sich weigern, die Begründung derer, die Gottes Gebot treu sind, anzuhören. Sie wissen nämlich, dass die Argumente zugunsten des vierten Gebotes unanfechtbar sind. Sie werden sagen, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Gottes Gesetz bedeutet ihnen nichts. Unser Gesetz steht für sie über allem. Wer sich aber dem götzendienerischen Sabbat, das heißt dem Sonntag, nicht beugen will, dem wird keine Gunst erzeigt. Im Sommer sieht man keinen auffälligen Unterschied zwischen immergrünen und anderen Bäumen. Wenn aber die winterlichen Stürme kommen, dann bleiben die immergrünen Bäume unverändert, während die anderen ihr Blätterkleid verlieren. So kann ein heuchlerischer Namenschrist von einem echten vielleicht nicht unterschieden werden. Doch stehen wir kurz vor der Zeit, in der der Unterschied ganz offensichtlich sein wird. Kommt Widerstand auf, gewinnt religiöser Fanatismus und Intoleranz wieder die Oberhand. Wird Verfolgung entflammt, dann wird der Halbherzige und der Heuchler wanken und seinen Glauben aufgeben. Doch der wahre Christ wird standhalten wie ein Felsen. Und sein Glaube wird stärker, seine Hoffnung heller sein als in den Tagen des Wohlergehens. The Lord is coming.